Und damit Servus und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus. Wir starten heute wieder mit dem Training. Ich habe es jetzt schon mal gestartet. Ganz okay die Ergebnisse eigentlich. Und wir simulieren zum Pokalspiel. Wir haben jetzt natürlich englische Wochen, das heißt unser Team ist konditionell ziemlich angeschlagen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das jetzt irgendwie auf Kette kriegen. Ihr seht es jetzt auch, Reus, Aubameyang. Das ist alles, hoppla. Das ist alles nicht das Wahre, die sind alle ziemlich down. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das irgendwie auf Kette kriegen. Und müssen jetzt rotieren, das ist keine Frage. Joho Park, Piszczek. Ja, wir können ja mal Schmelzer spielen lassen, wobei ich lass mal Ginter auf rechts spielen, das ist ja eigentlich seine Position inzwischen. Sokratis geht raus für niemanden. Ne, geht raus für niemanden. Okay, warte, pass auf, dann tauschen wir Ginter und Schmelzer nochmal raus und Dürm und Schmelzer. So, und so lassen wir die Mannschaft jetzt spielen und dann wird umgetauscht wieder gegen wen spielen wir denn als nächstes? Gegen Bremen, ja. Und damit herzlich willkommen im Olympiastadion zu Berlin, zur Partie Hertha BSC gegen den BVB im DFB-Pokal. Und heute geht es natürlich in erster Linie ums Weiterkommen. Also eine Niederlage ist nicht drin. Das würde, ich glaube, den Vereinsbossen gar nicht schmecken. Im letzten Part habe ich viel über die Anschläge in Paris geredet, eigentlich ausschließlich. Das werde ich heute nicht mehr tun. Aber wenn ihr dazu noch irgendwas loswerden wollt, gerne unter dem letzten Part einfach nochmal kommentieren, dass wir uns da nochmal eine Diskussionsrunde vielleicht hingeben können. Für heute heißt es FIFA, FIFA, FIFA. Die Hertha macht es jetzt hier spannend mit ihren Kombinationen hinten raus. Versuchen sie sich hier schön rauszuspielen. Das gelingt auch, was mich doch ein bisschen überrascht. Sehr einfache Körpertäuschung hier, um rauszukommen, aber Schmelzer kann auch was und holt sich den Ball zurück. Durm wird mit ins Spiel genommen, jetzt Tonso auf der rechten Seite, der hat Platz, der hat viel Platz, der hat fast schon zu viel Platz. Und kriegt hier den Einwurf, wo er fast den Ball verloren hätte. Weigel bekommt hier die Pille nicht. Und die Hertha kann sich wieder befreien. Schmelzer. Janosai. Wieder Schmelzer. Und Castro, der ist einfach zu langsam für solche Steilpässe. Das kriegt er nicht gebacken. Die erreicht er einfach nie rechtzeitig. Und abseits durch die Hertha. Ja, im letzten Spiel gab es ja nur ein müdes 1:1 gegen Augsburg, die relativ spät mal wieder den Ausgleich erzielt haben. Das ist ja dieses gängige FIFA-Muster, was wir schon kennen. Was sich durch die letzten Jahre vor allem gegen die CPU durchzieht, aber späte Gegentore sind ja auch online keine Seltenheit. Oder späte Tore, je nachdem auf welcher Seite man steht. Das ist schade, aber so ist FIFA inzwischen leider. Zu leicht auszurechnen. Jetzt mal Weigel, nimmt wieder Tonso mit. Tonso zieht jetzt ein bisschen in die Mitte, um sich Platz zu verschaffen. Nimmt Castro mit. Castro, kein guter Ball. Die Berliner versuchen es jetzt mit einem sehr direkten Spiel. Bleiben auch sehr, sehr lange immer im Ballbesitz, bis dann der Ball mal nach vorne kommt. Also das übliche Muster. Nur aufzubrechen durch ein eigenes Tor.
momentan sieht es ein bisschen düsterer aus, was unser Tor angeht. Der wird dann doch nicht gefährlich. Januzaj. Geht hier schön am Gegenspieler vorbei. Januzaj. Ah, und dann macht er den Trick nicht, den ich machen wollte. Den Trick wäre ich auf jeden Fall vorbeigekommen. Er hat ihn aber nicht gemacht. Dementsprechend Ballverlust. Jetzt wieder Januzaj. Und da drüben ist Weigel. Der ist ja vollkommen frei. Und dann ist der Ball ein Stück zu weit. Ah. Ganzes Stück zu weit und Thomas Kraft kommt rechtzeitig aus seinem Kasten raus, kann die Pille aufnehmen. Ärgerlich, da war mehr drin. Viel mehr. Weigel kämpft hier um den Ball, kriegt den nicht. Jetzt ist wieder Haraguchi auf der linken Seite so gut wie durch. Jetzt, wenn er die Flanke bringt, wird es wieder gefährlich. Haraguchi bringt die Flanke rein. Schmelzer. Ecke ausgeführt an den 16er. Und drüber. Drüber und daneben von Valentin Stocker. Also in dem Zusammenhang erstmal nichts passiert. Haben sofort wieder Ballverlust nach dem Abschlag. Zwei Ballkontakte, Ball weg. Und Einwurf für die Hertha, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Und wieder ein Freistoß für die Hertha an der Stelle. Und Einwurf in unserer Hälfte. Naja, also bis jetzt hält sich hier der Unterhaltungsfaktor doch sehr in Grenzen. Und dann kommt wieder so ein schlechter Pass von Tonso in dem Fall. Also irgendwas haben die heute an den Schuhen kleben, die Dortmunder. Ich weiß nicht genau was. Aber noch so richtig gut läuft es nicht. Da wählt er den falschen Spieler aus. Wenn der Welbeck geschickt wird, dann kann er da draus was machen. So ist natürlich die Gefahr ganz, ganz schnell gebannt. Welbeck. Auf Tonso. Der muss jetzt auf der rechten Seite Durm mitnehmen. Das macht er auch. Durm. Nochmal auf Tonso. Und da wollte ich nicht schießen, ich wollte ihn antäuschen. Ich ließ sich aber nicht mehr abbrechen, der Schuss. Und so geht's in die Pause. 0:0. Im Berliner Olympiastadion gegen die Hertha. Der 1. FC Nürnberg hat momentan einen Pausenstand von 1:1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Bin mal gespannt, vielleicht kann der Club ja weiterkommen. Vorausgesetzt, wir kommen auch weiter, würde mich das dann natürlich freuen, wenn der Club weiterkommt. Finale gegen Club wäre schon lustig. Weil ich dann nicht traurig sein könnte, wenn wir verlieren. Ist doch echt gut. Der Club spielt ja in der nächsten Runde gegen die Hertha aus Berlin. Das ist quasi so meine Generalprobe für dieses Spiel, Birki. Die immer enger wird, diese Generalprobe. Immer, immer enger. Da rutscht der Verteidiger von Hertha am Ball vorbei. Und jetzt könnten wir hier einen Gegenangriff starten. Aber Welbeck startet nicht gut. Januzaj bleibt hier hängen. Tonso. Eine klasse Grätsche vom Herthaner. Aber natürlich ärgerlich für uns, dass der Ball hier so leicht weggeht. Jetzt wieder der Gegenangriff der Hertha. Rechte Seite mit Mitchell Weiser ist komplett frei.
Der legt sich jetzt den Ball weit vor, wird jetzt wahrscheinlich gleich die Flanke schlagen, zieht nochmal zurück. Jetzt kommt die Flanke, Bürki ist nicht da, kommt nicht raus. Und hat Glück, dass der Ball hinter ihnen dann doch ungefährlich runterfällt. Jetzt vielleicht mal Werbeck. Werbeck über die Zentrale, muss es alleine machen. Hat hier einfach keine Anspielstation mehr und bleibt hier hängen. Ball wieder bei Dortmund. Mkhitaryan. Mkhitaryan sieht hier Werbeck. Werbeck muss ihn jetzt lang spielen, abseits. Deswegen konnte er auch nicht so richtig hinlaufen, deswegen habe ich auch zurückgezogen. Ich glaube, zur 70. Minute werde ich mal ein bisschen wechseln, mal ein bisschen frischeren Wind hier reinbringen. Irgendwie klappt das hier nicht so gut. Irgendwie härter. Weiser jetzt über die rechte Seite. Bringt er die Pille rein? Nein. Aber es gibt den Eckball für die Hertha. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal einen kleinen Wechsel vorzunehmen. Da läuft alles noch nicht so ganz zusammen. Januzaj ist auch schon ziemlich im Eimer. Deswegen wird jetzt Junuzovic Mkhitaryan ersetzen und Reus geht auf die linke Seite. Defensiv könnten wir Gündogan bringen, mache ich jetzt aber mal noch nicht. Aber Weigel wird das Spiel wahrscheinlich nicht auf dem Platz beenden. Auf die Hertha hat gewechselt, Schäberet kommt für Cigerci. Jetzt nach den Wechseln direkt die Gelegenheit für die Hertha, Bürki. Durm auf der rechten Seite, der hat jetzt Platz, weil die Hertha noch schläft, Durm. Er deutet Junuzovic den Lauf an, bricht ihn dann genau im richtigen Moment wieder ab, damit der Ball auf gar keinen Fall zu ihm kommt. Das ist doch wunderbar. Nächstes Spiel trifft Junuzovic auf seine alten Kollegen. Gegen Werder Bremen geht es dann. Bin ja auch mal gespannt. Eigentlich müsste der Junuzovic auf jeden Fall zumindest ein paar Einsatzminuten bekommen. Mal schauen, ob er die kriegt. Hab ihn ja zuletzt als Sechser spielen lassen. Ist aber eigentlich ein Zehner. Und Bürki zeichnet sich hier jetzt mehrfach aus. Und leitet vielleicht einen wichtigen Konter ein. Junuzovic. Der ist noch frisch. Der muss sich jetzt hier ein bisschen Platz verschaffen. Junuzovic. Nimmt Tonso mit. Tonso. Junuzovic! Abgefälscht! Und Kraft hat ihn. Aber mal schön rausgespielt eigentlich, auch wenn die Schussposition nicht die beste war. Und sofort ist der Ball auch wieder weg. Ja, sieht hier fast nach Verlängerung aus, ne? So ein Elfmeterschießen wäre auch mal wieder lustig. Zumindest für euch, für meine Nerven nicht, aber... Und jetzt haben wir ganz viel Platz. Marco Reus über die linke Seite ist vollkommen frei. Marco Reus! Und er ist drin und es zählt kein Abseits. Ich habe jetzt schon gedacht, er hat ihn zu weit nach vorne gespielt. Das ist 1:0 für Borussia Dortmund. In der 80. Spielminute, da war die Hertha komplett offen hinten. Ich habe hier ganz viel Platz und dann mache ich es fast ein bisschen schwierig. Und dann habe ich hier Glück, dass der Verteidiger einen Schritt weit zu weit nach hinten geht und Werbeck nicht im Abseits steht. Und ihn hier dann doch ganz überlegt einschiebt. 1:0, 80. Spielminute. Vielleicht doch keine Verlängerung. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch in der regulären Spielzeit. Vorausgesetzt, die Hertha macht jetzt nicht die Augsburg-Tour und schießt in den letzten Sekunden noch den Ausgleich. Jetzt haben sie nicht Platz. Linke Seite mit Haraguchi. Nimmt Plattenhardt mit, der Ex-Nürnberger. Subotic. Hier die Flanke nach innen. Nicht gut geklärt. Der Ball bleibt gefährlich. Bürki. Jetzt der lange Ball. In Richtung aus. Kriegen wir nicht mehr, ne? Nee. Da wollte ich mit Bürki das Spiel schnell machen, aber der kam dann doch zu unpräzise. Und Kraft weiß sich nicht mehr zu helfen, schlägt den Ball ins Aus.
Werbeck. Schlechte Ballannahme, Ballverlust. Der Ball bleibt einfach nicht in unseren Reihen. Wir haben ihn jetzt schon zweimal erobert, bekommen ihn aber nicht, Bürki. Auch kein guter Ball. Bürki ist wieder da. Bürki macht heute wieder ein großartiges Spiel. Hat er ja zuletzt auch schon sehr, sehr viele gehabt. Sehr, sehr viele Rettungstaten in all unseren Spielen gehabt. Uns vor Niederlagen, uns vor späten Ausgleichen bewahrt. Gegen Augsburg hat es leider nicht ganz geklappt. Da konnte er aber auch nichts machen dagegen. Und jetzt gibt es hier den Freistoß für uns. Schon mal gut. Haben wir ein bisschen Zeit noch gewonnen. Und dann verstehe ich nicht, was Tonso an der Stelle macht. Aber das Spiel ist trotzdem aus. Wir kommen weiter. Eine Runde im Pokal. Und jetzt würde ich doch ganz gerne wissen, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Nürnberg 2:2, 90. Minute gegen Frankfurt ist also quasi noch nicht aus. Der FC Bayern demontiert Kaiserslautern mit 6:0. Ach du Heiliger. Dann simulieren wir mal ein bisschen weiter. Ich möchte mal wissen, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Dann können wir gleich mal aufs Tableau gucken. Das gucken wir uns das nächste Mal an, die Nachrichten. Ich möchte jetzt erstmal... wo kann ich denn? Kann ich hier? Ja. Deutscher Pokal und Frankfurt hat gewonnen. Oh, schade. Schade, schade, schade. Und wir spielen in der nächsten Runde gegen Union Berlin. Ein sehr, sehr dankbares Los eigentlich. Das heißt, im Achtelfinale geht es gegen Union Berlin. In der Liga geht es gegen Werder Bremen. Und gegen Werder Bremen könnten wir jetzt mit einem Sieg uns wieder nach oben pirschen. Wir sind momentan 8. Platz. 11 Punkte hinter den Bayern, das ist natürlich viel zu wenig. Aber mit einem Sieg gegen die Bremer wären wir zumindest wieder in Europa League Plätzen sehr, sehr nahe. Und naja, den Meistertitel schreibe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen ab mit 11 Punkten Rückstand. Ich weiß nicht, ob die Bayern noch so oft stolpern werden. Bis jetzt haben sie erst eine Niederlage, das war gegen uns. Müssen wir mal gucken, ob da noch was geht. Aber ich denke mal, so Platz 3 wäre auf jeden Fall noch drin. Vielleicht reicht das den Vereinsbossen. Ja, wir hoffen es einfach mal. In der nächsten Folge starten wir mit dem Posteingang und schauen uns durch, was noch so an Neuigkeiten da ist. Und für heute sage ich euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servusle!